Ja, Tatjana, in gewisser Weise bleiben wir ja auch beim Thema. Ein Tag 179 des Ukraine-Krieges und Politiker in der Union haben sich nun dafür ausgesprochen, keine Schengen-Visa mehr an russische Staatsbürger auszugeben. Bei der Unterstützung der Ukraine gehe es auch darum, der russischen Bevölkerung klare Zeichen zu setzen. Ja, diese Diskussion darum, die geht ja schon seit einigen Wochen und Estland hat nun als erstes EU-Land seine Grenzen für russische Touristen geschlossen. Der Bundeskanzler allerdings, der hat sich zuletzt ablehnend zu entsprechenden Vorschlägen geäußert. Christoph Hipp fasst zusammen. Russische Touristen auf Zypern. Während in der Ukraine Menschen sterben, verprassen sie in Europa ihr Geld und lassen es sich gut gehen. Soweit das Klischee. Doch auch wenn es sich bei Moskaus Millionären nur um eine kleine Minderheit handelt, fordern Unionspolitiker jetzt noch einmal einen Einreisestopp für alle russischen Staatsbürger. Urlaubsvisa für Russen müssen gestoppt werden. Urlaubsziele dürfen in Putins Russland nicht länger Paris und Porto, sondern Pyongyang und Peking heißen, so die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Unionsfraktion Andrea Lindholz. Wegen des russischen Kriegs gegen die Ukraine hatten in den vergangenen Wochen bereits mehrere Länder die Vergabe von Schengen-Visa an Russen eingestellt. Dazu gehören Estland, Lettland, Litauen und Tschechien. Finnland will ab September folgen, Polen erwägt eine ähnliche Regelung. Dänemark dringt auf eine EU-Lösung und will sonst ebenfalls selbst handeln. Von Alleingängen und Visabeschränkungen hält Bundeskanzler Olaf Scholz indes nicht viel. Am Tag der offenen Tür im Kanzleramt verteidigt er seinen bisherigen Kurs bei der Unterstützung der Ukraine. Das werden wir machen, solange wie das notwendig ist. Aber es bedeutet auch, dass wir sicherstellen, dass es keine Eskalation des Krieges gibt. Und da ist es ein richtiger Grundsatz, aus meiner Sicht. Ein sehr richtiger Grundsatz, dass wir keine Alleingänge machen. Unterstützung in der Visumsfrage bekam Scholz zuletzt auch vom Koalitionspartner. Anstatt alle Russen auszusperren, müsse mehr unternommen werden, damit diejenigen, die Putin aktiv unterstützten, nicht mehr in die EU reisen könnten, so der Grünen-Vorsitzende Omid Nuripur. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Hat euch der Bericht gefallen? Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.